Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, mit dem uns vorliegenden Antrag soll die Landesregierung aufgefordert werden, sich auf Bundesebene für die Einführung einer Kindergrundsicherung einzusetzen. Schon mehrfach wurde in der Vergangenheit die Bekämpfung von Kinderarmut von den Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion im Landtag thematisiert. Dies ist zunächst einmal zu begrüßen. Die Einführung einer Kindergrundsicherung, das schon einmal vorweggenommen, halte ich jedoch aktuell nicht für das richtige Instrument, zumal aus dem Antrag nicht einmal hervorgeht, wie die Kindergrundsicherung dann konkret ausgestaltet sein soll, für die sich die Landesregierung auf Bundesebene einsetzen soll. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Konzepte. Sie alle ähneln sich darin, dass im Wesentlichen eine Bündelung der bestehenden Leistungen zu einer Kindergrundsicherung vorgesehen ist. Auch die Linksfraktion im Bundestag hat ein Konzept entwickelt und im März 2020 vorgelegt. Und ich wundere mich doch ein wenig, dass dieses Modell im vorliegenden Antrag gar keine Erwähnung findet. Ich gehe davon aus, dass Sie von dem Konzept zur Kindergrundsicherung Ihrer Kolleginnen und Kollegen im Bundestag wenig überzeugt sind, liebe Linksfraktion. Es hätte doch zumindest für die heutige Debatte eine Diskussionsgrundlage sein können. Es hat im Übrigen auch einen kolossalen Webfehler. Es würde bei der Leistungszusammenführung eher Ungerechtigkeit produzieren. Unabhängig davon bezweifle ich jedoch grundsätzlich, ob die Einführung einer Kindergrundsicherung und damit die bloße Bündelung der vorhandenen Leistungen, also etwa SGB II und SGB XII Regelleistungen, Kindergeld, Kinderzuschlag und das Bildungs- und Teilhabepaket Kinderarmut effektiv entgegenwirken würde. Meines Erachtens bestand die Hauptproblematik bisher auch nicht darin, dass die vorhandenen Leistungen nicht ausreichend wären. Stattdessen scheint es so, dass der Zugang für Anspruchsberechtigte teilweise erschwert war und daher insbesondere der Kinderzuschlag und das Bildungs- und Teilhabepaket ihre angedachte Wirkung nicht vollständig entfalten konnten. Hier besteht demnach also noch Verbesserungspotenzial. Das wurde auf Bundesebene auch erkannt und Maßnahmen im Rahmen des Starke-Familien-Gesetzes eingeleitet. Ich glaube zudem, dass mit der Einführung einer Kindergrundsicherung falsche Hoffnungen geweckt werden. Es suggeriert, dass allein damit die Kinderarmut in Deutschland verschwinden würde. Das darf jedoch stark bezweifelt werden, denn es ist wichtig und notwendig, Kinderarmut im Kontext von Familienarmut zu betrachten. Darauf wurde ja zu Recht auch in den bisherigen und vorausgegangenen Debatten zur Kindergrundsicherung immer wieder hingewiesen. Kinderarmut hängt demnach oftmals auch mit der Beschäftigungs- und Einkommenssituation der Eltern, insbesondere auch der Mütter, zusammen. Nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung sind demnach ein Großteil der Kinder in Paarfamilien von Armut betroffen, in denen die Mütter keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Neueste Zahlen belegen darüber hinaus zudem, dass insbesondere Kinder von Alleinerziehenden von Armut betroffen und gefährdet sind. Eine Kindergrundsicherung wäre in diesen Fällen dann wenig zielführend. Vielmehr geht es darum, Anreize und Voraussetzungen zu schaffen, damit beide Elternteile, auch Alleinerziehende, einer auskömmlichen Erwerbstätigkeit nachgehen können. Vor allem für Alleinerziehende ist es von besonderer Bedeutung, dass sie flexiblere Betreuungsmöglichkeiten vorfinden können, sei es in der Kita oder in der Schule. Meine Damen und Herren, doch mit der Einführung einer Kindergrundsicherung sind nicht nur Hoffnungen verbunden, Kinderarmut zu bekämpfen, sondern zugleich die Teilhabe und Bildungsmöglichkeiten zu verbessern. Auch hier bleiben Zweifel, denn mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gibt es ja bereits entsprechende Leistungen, zu denen sicherlich der Zugang erleichtert werden muss. Doch anders, als das im vorliegenden Antrag dargestellt wird, steht das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichtes weder im Zusammenhang mit der Höhe der Leistungen aus dem BUT noch mit den Auswirkungen durch die Corona-Krise
und schon gar nicht mit der Einführung einer Kindergrundsicherung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unabhängig von meinen bisherigen Ausführungen möchte ich jedoch auch noch einmal erwähnen, dass nach einem Beschluss der Sozial- und Arbeitsministerkonferenz im Jahr 2017 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Kindergrundsicherung eingesetzt wurde. Im Jahr 2018 wurde ein entsprechendes Grobkonzept vorgestellt, in dem erste Eckpunkte und Zielstellungen festgehalten wurden. Es sind viele Fragen offen geblieben, etwa die Frage nach der Höhe und der Finanzierung der Kindergrundsicherung. Dabei ist deutlich geworden, wie komplex eine solche Reform wäre. Das gilt insbesondere für zahlreiche rechtliche Aspekte. Der vorliegende Antrag greift diese Komplexität jedoch an keiner Stelle auf. Er vernachlässigt auch, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ihre Arbeit noch gar nicht abgeschlossen hat. Die Umsetzung des Antrages würde daher auch den Ergebnissen vorgreifen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte die Einführung einer Kindergrundsicherung nach den Vorstellungen der Linken, insbesondere vor dem Hintergrund der bisher vorliegenden Konzepte, für wenig zielführend. Der vorliegende Antrag der Linksfraktion enthält zudem keinerlei Aussagen und Vorstellungen zu einem möglichen Modell einer Kindergrundsicherung. Wir werden den Antrag daher und aus den zuvor genannten Gründen ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.